Sabrina ist draußen und musste sich erstmal langsam an das aufregende Leben außerhalb des Containers wieder gewöhnen. Die Zuschauer haben sie bei Big Brother rausgewählt. Nun wird sie die Vergangenheit einholen. Gläubiger warten auf ihr Geld und auch der Staatsanwalt interessiert sich für die dralle Blondine. Claudia Mannes, André Goltsch und Lutsche Bester waren ihr dicht auf den Fersen. Eigentlich hätte alles so schön werden können. Die Fans standen vor der Tür. Schwester Claudia hatte alle Big Sister T-Shirts verkauft. Und Jürgen? Er nahm seine Bella zum Abschied sogar endlich einmal in den Arm. Und dann das. Sabrina ist draußen. Aber was sie nicht ahnt, ihre Schwester ist nur wenige Meter entfernt. Doch zu ihrer Schwester Sabrina lässt man Claudia nicht. Ich schätze, dass Sabrina zusammenbrechen wird. Und darum wollte ich auch bei ihr sein und ihr beistehen. Aber sie haben weder meine Mutter noch mich zu ihr gelassen und haben uns aus dem Studio ausgeladen und haben gesagt, sie werden Sabrina 2 Tage von allem abschirmen. Herzlich willkommen, Sabrina! Doch erst einmal wird Sabrina ins Studio geführt. Sie weiß nicht, dass ihre Schwester auf sie wartet. Sie hat keine Ahnung, dass die da draußen inzwischen ihr ganzes Leben kennen. Noch hat Sabrina beste Laune. Wann sagt man ihr endlich die Wahrheit? Die Wahrheit, die Sabrina selbst seit Jahren nicht wissen will. Big Brother-Produzent Rainer Laux und sein Team haben lange über diese Frage nachgedacht. Also Sabrina war im Studio. Wir haben vorher beratschlagt, auch natürlich mit unserem Psychologen beratschlagt, ob es sinnvoll ist, sie während der Sendung mit all dem, was hier draußen passiert ist, zu konfrontieren. Wir haben uns dagegen entschieden, weil man in 2, 3, 4 Minuten das auch nicht aufarbeiten kann. Sie ist dann nach der Sendung in die Maskenräume, in die Garderoben geführt worden. Sie hat dort mit dem Psychologen gesprochen. Sie hat danach ihre Anwälte, die sich ja schon seitdem diese ganzen Ereignisse über sie, über uns, über Big Brother hereingebrochen sind, damit beschäftigt haben. Sie wurde dann aufgeklärt. Wir haben da mehrere Stunden mit ihr gesprochen. Sabrina L. und ihre unsanfte Landung im echten Leben. 46 Tage lang spielte sie die Spaßblondine. Noch nie hatte sie eine größere Wohnung, weniger Schulden und bessere Freunde als hier. 46 Tage im Containerparadies. Draußen sammeln sich währenddessen Schulden über 500.000. Bruder René wandert wegen Diebstahls in München ins Gefängnis. Ihr eigener Haftbefehl, er wurde nur gegen Kaution aufgehoben. Schwester Claudia hätte Sabrina das alles gern erzählt. Stattdessen steht sie allein vor dem Zaun, verzweifelt. Hast du eine Ahnung, dass ihr beste Freund in Psychiatrie liegt? Hast du eine Ahnung? Du hast überhaupt keine Ahnung. Aber du machst das, dass du dir Geld zahlen musst. Ich denke mir halt, dass Sabrina sehr viel zu verkraften hat, wenn sie da rauskommt. Dass es alles nicht so einfach wird. Sie hat sehr viele Negativschlagzeilen gehabt. Sie hat auch im privaten Bereich noch Schwierigkeiten bekommen, dadurch, dass jemand sehr krank geworden ist, der ihr sehr nahe steht. Das sind alles Sachen, die Sabrina vorher noch nicht weiß und jetzt noch nicht weiß. Was Claudia damit meint? Sabrinas Ex-Verlobter und bester Freund Peter, er hat ihren Containerraum nicht verkraftet. Seit 3 Wochen ist er in der Psychiatrie. Wie hat sie es aufgenommen? Rainer Laux war dabei und hat ihn miterlebt. Sabrinas ersten Crash mit der Realität. Sie ist eine sehr starke Frau auch. Und sie wusste natürlich, dass sie Probleme hatte, dass sie Schulden hat. Sie war über die Dimensionen und über die Umfänge, was jetzt alles geschrieben wurde und was alles gezeigt wurde, war sie natürlich überrascht. Aber sie war sehr stark. Sie hat das wirklich mit ihren Anwälten und mit uns besprochen, sagte, was war da. Wir haben ihr das wirklich im Detail auch erklärt. Und das muss Sabrina jetzt erst einmal verarbeiten, zusammen mit ihrer Schwester. Denn später in der Nacht darf Claudia zu ihr. Gemeinsam werden die beiden mit den Anwälten an einen geheimen Ort gebracht. Die Aktion Big Sorgenkind hat gerade erst begonnen.